Herzlich willkommen zu den Abschlussvideos aus der Reihe Differentialgleichungen. Wir ernten die Früchte unserer Arbeit zu linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, indem wir uns ein paar Anwendungen in der Physik angucken, speziell nämlich Schwingungsprozesse. Okay, bevor wir in die Details einsteigen, wieder ein grober Überblick, was ihr in diesem Video lernt. Zunächst mal werden noch mal kurz die physikalischen Grundlagen eines solchen schwingungsfähigen Systems erklärt, wie das mit den Kräften ist und wie noch mal das Newtonsche Grundgesetz lautet. Dann kommen wir aus diesem physikalischen Ansatz auf eine Differentialgleichung, linear, homogen, zweiter Ordnung natürlich mit konstanten Koeffizienten und können unsere bisher entwickelte Theorie 1:1 auf das anwenden, jetzt halt mit anderen Buchstaben. Und werden feststellen, wie damals gibt es drei verschiedene Fälle, was letztendlich wieder durch diese Diskriminante unter der Wurzel bestimmt wird. Und wir sehen in diesem Video, welche konkrete physikalische Bedeutung hier jeder Fall hat. Nämlich, dass im einen Fall eine Schwingung auftritt, wo die Amplitude allerdings exponentiell gedämpft ist, weil wir hier Reibung mit betrachten. Und dann noch zwei andere Fälle, wo es gar keine Schwingung mehr gibt, also keine periodische Bewegung, sondern der Körper nur noch sozusagen zur Ruhelage irgendwie zurückkriecht und nicht mehr wirklich hin und her schwingt. Und wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass die Buchstaben jetzt anders sind, das heißt nicht mehr f von x, sondern s von t und die Konstanten heißt nicht mehr Alpha und Beta, sondern irgendwie anders, ist es 1:1 unsere bisher entwickelte Theorie. Und ohne die kämen wir hier, obwohl wir den physikalischen Ansatz innerhalb von ein paar Zeilen haben, nirgendwo hin. Okay, gucken wir uns die Details an. Also wir fangen an mit einer sogenannten freien Schwingung, das heißt keine äußere Zwangskraft, sondern ich überlasse ein System sich selbst mit seinen inneren Kräften, eines sogenannten gedämpften harmonischen Oszillators. Wenn ihr nicht Physikleistungsfach hattet, kommen euch die Begriffe vermutlich nicht so bekannt vor, ich erkläre sie schnell. Also einfachstes Beispiel, wir haben hier so ein Wägelchen, das ist an einer Feder, die auf Dehnung und Stauchung gleichermaßen reagiert. Und das kann auf einer Unterlage hin und her rollen. Hier wäre die Ruhelage oder Gleichgewichtslage, da wäre die Feder entspannt, dann lenke ich es aus, lasse es los und dann fängt es an, eine Schwingung auszuführen. In der Schule, weil es uns mathematisch zu kompliziert ist, vernachlässigen wir immer die Reibung. Hier nehmen wir es jetzt mit dazu, deswegen gedämpft. Es gibt eine Reibungskraft und HO ist bei mir die Abkürzung für harmonischen Oszillator. Das Wägelchen soll an einer Hookschen Feder hängen, das heißt Federkraft proportional zur Auslenkung bezogen auf die Ruhelage. Und dann führt es eine sogenannte harmonische Schwingung aus, wenn die Rückstellkraft nämlich proportional zur Auslenkung ist. Und dann nehmen wir, wie gesagt, jetzt die Reibungskraft mit dazu. Wir treffen folgende Annahme für die Reibungskraft. Betrag der Reibungskraft sei proportional zum Betrag der Geschwindigkeit. Es könnte auch V² sein oder irgendwas anderes, aber für uns mit der Theorie, die wir entwickelt haben, können wir nur den Fall mit proportional zu V abdecken. Und dann gucken wir uns die resultierende Kraft auf dieses Wägelchen an. Hier haben wir eine S-Achse gelegt, da wäre der Nullpunkt. Und das ist die Summe aus rücktreibender Kraft und Reibungskraft. Andere Kräfte wirken nicht. Also natürlich wirkt die Gewichtskraft, aber die wird von der Unterlage kompensiert. Und jetzt, wenn ihr euch wundert, dass hier keine Vektorpfeile stehen, das ist die Vorzeichenkonvention bei so einer linearen, eindimensionalen Bewegung. Vektorcharakter der Kraft wird ins Vorzeichen gepackt. Negative Kraft, zum Beispiel minus 5 Newton, bedeutet, Kraft zeigt in negative S-Richtung, positive Kraft plus 3 Newton zum Beispiel bedeutet, Kraft zeigt in positive S-Richtung. So, und mit der Vorzeichenkonvention können wir jetzt zunächst mal sagen, die rücktreibende Kraft ist irgendeine Konstante. In der Regel bei so einem System hier nennt man das groß D für Federkonstante, aber ich nenne es jetzt allgemein klein k. Mal die Auslenkung. Das ist gerade die Anforderung an eine harmonische Schwingung. Und das Minuszeichen berücksichtigt, dass die Kraft eben immer zum Ursprung zurückzeigt. Wenn S positiv ist, zeigt sie in negative S-Richtung. Wenn S negativ ist, gibt das Ganze was Positives und die Federkraft zeigt zum Ursprung jeweils hin. Reibungskraft, Achtung! Wir
Wir hatten die Annahme gemacht, die ist proportional zur Geschwindigkeit, also irgendeine Konstante R für Reibung mal V. Und jetzt setze ich hier ebenfalls ein Minuszeichen. Gucken wir, ob das passt. In der gezeichneten Situation bewege sich das Wägelchen gerade nach da. Das muss ich mit angeben, das sehe ich ja in der Momentaufnahme nicht. Das heißt, V, was nichts anderes als die Ableitung des Ortes nach der Zeit ist, also S-Punkt, wäre negativ. S wird ja kleiner, das heißt, S-Punkt ist negativ. Die Reibungskraft soll aber nach rechts zeigen, deswegen brauche ich hier das Minuszeichen. Auch wenn das Wägelchen nach da sich bewegt, wird die Reibungskraft entgegengesetzt wirken, passt auch damit zusammen. Für positives V wäre minus R mal V negativ und die Reibungskraft zeigt in diese Richtung. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Vorzeichen stimmen. So, und wie bei all diesen Aufgaben wende ich jetzt das Newtonsche Grundgesetz an, welches besagt, die resultierende Kraft auf einen Körper ist gleich seiner Masse mal die Beschleunigung. Die Beschleunigung ist die zeitliche Änderungsrate der Geschwindigkeit und damit die zweite zeitliche Ableitung der Ortsfunktion. Also haben wir hier m mal S2-Punkt und das setze ich mit diesem Ding hier gleich, weil das ist ja die resultierende Kraft. Und für V setze ich gleich wieder ein, V ist S-Punkt. Dann bringe ich alles auf eine Seite und damit es auf diese Gestalt kommt, normiere ich es noch. Das heißt, ich teile durch den Vorfaktor von S2-Punkt durch m. So, und schon habe ich eine lineare DGL zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Und weil wir im Fall einer freien Schwingung sind, ist es auch eine homogene solche DGL. Und das von t lasse ich weg. Also s von t ist die gesuchte Funktion, so wie hier f von x die gesuchte Funktion ist, aber das von x oder von s lässt man dann halt irgendwann fallen. So, und dann führen wir noch zwei Abkürzungen ein. Diesen Vorfaktor r durch m würde ich rho nennen, kleines griechisches r für Reibung und aus kosmetischen Gründen nenne ich es 2 mal Rho. Wir sehen nämlich gleich, dass diese 2 die Endformel ein bisschen schöner macht. Ich kann das ja definieren, wie ich will. Also sage ich 2 Rho ist R durch M. Und K durch M nenne ich Omega 0 Quadrat. Das kommt aus der Physik. Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz von diesem Oszillator. Okay, und durch meinen gewohnten Ansatz S von T gleich E hoch Lambda T, so wie wir hier F von X gleich E hoch Lambda X gesetzt hatten, komme ich auf die charakteristische Gleichung, die zu dieser DGL gehört, nämlich Lambda Quadrat plus 2 Rho Lambda plus Omega 0 Quadrat gleich 0. Die löse ich mit der Mitternachtsformel und jetzt sehe ich, weil ich das hier 2 Rho genannt habe, steht hier 4 Rho Quadrat unter der Wurzel minus 4 Omega 0 Quadrat. Und jetzt kann ich noch eine 4 rausziehen und dann insgesamt alle 2 erkürzen. Das ist der Grund, warum wir hier eine 2 eingeführt haben. Und dann bekomme ich diese Lösungen. Und jetzt kommen wörtlich genau wieder die drei verschiedenen Fälle, die wir hier schon diskutiert haben, nämlich zwei verschiedene reelle Wurzeln, eine reelle Doppelwurzel und zwei komplex konjugierte Wurzeln. Und wir werden jetzt in den folgenden Videos uns anschauen, welchen Schwingungsfällen diese drei Möglichkeiten entsprechen. Okay, im nächsten Video steigt man dann ein mit dem Fall, dass wir hier zwei komplex konjugierte Nullstellen haben. Das wird dann nämlich der tatsächlichen Schwingung entsprechen, wo es noch ein bisschen hin und her geht, bevor es zur Ruhe kommt. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Okay, nichts neues Video. Mir ist gerade beim Anschreiben aufgefallen, das kann man schön kompakt noch in dieses eine Video verpacken. Wir fangen an mit umgekehrt wie bei der allgemeinen Lösungstheorie mit dem komplex konjugierten Fall. Und zwar nehmen wir an, Rho ist kleiner als Omega 0. Dann wird ja das unter der Wurzel negativ, das heißt, der ganze Ausdruck wird imaginär. Ich nehme hiervon den Betrag, das heißt, ich drehe das um, Omega 0 Quadrat minus Rho Quadrat, dann ist das positiv. Und die ganze Wurzel hier nenne ich Omega. Und dann habe ich den Fall, die beiden Lösungen der charakteristischen Gleichung sind komplex konjugiert, minus Rho plus minus Omega I. Das hieß früher Alpha, also minus Rho ist Alpha und das hieß früher Beta. Und das sind jetzt eben komplexe Zahlen, ohne reell zu sein. Und dann wissen wir, laut unserer ganzen Theorie, die wir vorgearbeitet haben, diese DGL hier, die da,
wird folgende Lösung haben. Wir haben hier einen Faktor e hoch Alpha t, also e hoch minus Rho t und dann eine Linearkombination von Cosinus Omega t und Sinus Omega t. Eigentlich müsste ich es noch einklammern, das Omega t. Aber ich glaube, hier sind keine Missverständnisse möglich. Und dann, habe ich auch damals schon erwähnt, ist es möglich, so eine meist unpraktische Linearkombination von Cosinus und Sinus in einen einzelnen Sinus zu verwandeln. Da fange ich mir dann in der Regel noch eine Phasenverschiebung ein und einen Vorfaktor. Und der heißt in physikalischer Sprechweise natürlich S-Dach, das ist die Amplitude der ursprünglichen Schwingung. Und jetzt haben wir hier das Ergebnis. Wir haben jetzt eine Amplitude. Die ist im Gegensatz zu einer ungedämpften Schwingung jetzt zeitabhängig und die Zeitabhängigkeit ist e hoch minus rho t. Rho eine positive Konstante, das hätte ich hier noch anmerken sollen, aber aus dem Sachkontext ist es klar. Also auch hier das R und K sind positive Konstanten. Das heißt, die Amplitude sinkt mit der Zeit. Das erwarten wir ja auch, wenn die Reibung Energie abführt, dann wird eben die Amplitude dieser Schwingung immer kleiner und hier haben wir die gewohnte Sinuslösung von einem normalen, auch ungedämpften harmonischen Oszillator, allerdings steht jetzt hier nicht das Omega 0 drin, das wäre die ungedämpfte Kreisfrequenz, sondern dieses neue Omega. Und wir sehen hier, wir ziehen von Omega 0 Quadrat etwas ab, was Positives, das heißt, das wird kleiner als Omega 0 Quadrat und damit ist Omega, die Wurzel aus irgendwas, was kleiner als Omega 0 Quadrat ist, auch kleiner als Omega 0. Die Periodendauer dieser Schwingung ist aber 2π durch das Omega, das heißt die Periodendauer dieser neuen gedämpften Schwingung wird größer als die Periodendauer der ungedämpften Schwingung. Das ist jetzt auch anschaulich einigermaßen klar, wenn ich eben eine Reibungskraft habe, die den ganzen Vorgang behindert, dann wird die Periodendauer größer. Okay, und jetzt schauen wir uns kurz einen Plot von einer solchen Lösung an. Okay, hier sehen wir die Lösungskurve. Ich habe mal Rho gleich 1/2 gewählt und Omega 0 gleich 2, also offensichtlich Rho kleiner Omega 0. Dann wird das Omega Wurzel aus Omega 0 Quadrat minus Rho Quadrat Wurzel aus 15 Viertel. Und dann habe ich hier die Lösung e hoch minus 0,5t mal Sinus von besagter Wurzel mal t. Anfangsbedingung habe ich auf 0 gesetzt. Das heißt, der Oszillator würde hier gerade durch die Ruhelage gehen. Und man sieht wunderbar, er schwingt zwar, aber die Amplitude wird immer kleiner. Hier gestrichelt eingetragen sind einfach die beiden einhüllenden E-Funktionen, e hoch minus 0,5t und minus e hoch minus 0,5t. Und ihr seht, die Hochpunkte von der grünen Kurve liegen eben auf diesen beiden hier und das nähert sich gegen 0, was bedeutet, dass die Schwingung irgendwann zum Erliegen kommt, wie es bei Reibung auch zu erwarten wäre. Hier dann noch zum Vergleich die ungedämpfte Schwingung, einfach nur Sinus von 2t, also mit dem Omega 0 gleich 2. Da seht ihr immer konstante Amplitude bei 1 und ihr seht auch, die Periodendauer von dem Orangenen ist kleiner als die von dem Grünen. Was wie gesagt auch anschaulich einleuchtet, weil hier eben keine Reibung die Bewegung behindert. Gut, dann nächster Fall. Diskriminante, also Ausdruck unter der Wurzel, verschwindet. Das ist für Rho gleich Omega 0 der Fall. Das nennt man dann kritische Dämpfung und hier kriege ich eine reelle Doppelwurzel. Negative reelle Doppelwurzel. Das war der Fall, wo wir noch ein zusätzliches x brauchten in der allgemeinen Theorie, das heißt hier ein zusätzliches t und dann ist die allgemeine Lösung dieser DGL dieser Ausdruck hier. C1 mal eine e-Funktion, e hoch minus rho t, plus C2 mal das zusätzliche t mal e hoch minus rho t. So, und da ist jetzt kein Sinus oder Cosinus mehr drin. Das ist auch keine periodische Bewegung mehr, sondern eine aperiodische Bewegung, nennt man auch den Kriechfall. Der Körper wird ausgelenkt und eiert dann irgendwie zur Ruhelage zurück, aber schwingt nicht mehr wirklich schön hin und her, sondern die Schwingung kommt dann so zum Erliegen, ohne dass ich eine Periode erkennen könnte. Auch das gucken wir uns kurz an. Okay, dann haben wir den Fall der kritischen Dämpfung. Hier ist Rho gleich Omega 0 gleich 2. Und dann kriegen wir als eine Lösung, ich habe jetzt einfach mal die Konstanten willkürlich gewählt, sodass hier t mal e hoch minus 2t entsteht, also auch Durchgang durch die Ruhelage, dann Auslenkung in eine Richtung und es kriecht schön langsam zurück zur Ruhelage,
schwingt aber nicht in die andere Richtung und nähert sich eben asymptotisch der Ruhelage an und wird da auch dann stehen bleiben. Das wäre der Fall der kritischen Dämpfung. Und im letzten Fall, wenn das Rho größer als Omega 0 ist, das heißt, wenn hier unter der Wurzel was Positives steht, dann spricht man von überkritischer Dämpfung. Dann existiert diese Wurzel hier als reelle Zahl und ich habe minus Rho plus minus diese Wurzel. Diese Wurzel ist aber kleiner als Rho. Ich ziehe von Rho Quadrat was ab, was Positives. Dann wird es kleiner als Rho Quadrat. Und wenn ich die Wurzel ziehe, bleibt es kleiner als Rho. Das heißt, egal ob ich hier Plus oder Minus mache, ich werde nicht ins Positive kommen. Das heißt, ich kriege zwei reelle verschiedene Wurzeln, beide sind aber negativ und meine allgemeine Lösung ist wieder nach der allgemeinen Theorie in 2.1 diese Linearkombination von E-Funktionen. Und auch das ist, wie man hier sieht, keine periodische Bewegung mehr und auch das ist wieder ein Kriechfall. Und das ist manchmal gewünscht, zum Beispiel bei Stoßdämpfern. Wenn man dann mit dem Mountainbike über so einen Hubbel fährt, will man nicht, dass die Gabel noch so schön zu schwingen anfängt, sondern die Energie soll einmal aufgenommen werden und dann soll es irgendwie schön gemächlich wieder zur Ruhelage zurückgehen. Da sorgt man dann durch Öl oder was auch immer dafür, dass man eine überkritische Dämpfung hat und eben dieser Fall hier entsteht. Okay, und zu guter Letzt überkritische Dämpfung. Ich habe Rho gleich 3 gewählt. Das ist dann größer als Omega 0, was hier immer 2 war. Dann werden die beiden reellen Doppelwurzeln minus 3 plus minus Wurzel 5. Und dann habe ich diese Linearkombination der E-Funktionen. Die Vorfaktoren habe ich auf 1 gesetzt. Auch wieder willkürlich, das muss man natürlich an die Anfangsbedingungen anpassen. Und dann startet der Oszillator hier irgendwo und kriecht dann schön gemächlich zurück zur Ruhelage, ohne eine Schwingung, um diese auszuführen. Okay, so viel mal zu einer klassischen Anwendung von einer solchen DGL zweiter Ordnung in der Physik. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, wenn man einen so schon sehr simplen Prozess, kommt ja nur die Reibung noch dazu, zu dem, was man in der Schule machen, wirklich verstehen will, ist es unerlässlich, diese Theorie der DGL in zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten zu haben. Sonst habt ihr nämlich keine Chance, irgendwie auf diese Lösung zu kommen. Okay, in den verbleibenden 1, 2, 3 Videos, weiß noch nicht, wie viele es werden, machen wir dann noch erzwungene Schwingungen eines solchen Oszillators. Das heißt, wir bauen da noch eine externe Zwangskraft ein und gucken, wie das System darauf reagiert. Und auch das wieder alles mathematisch vollständig, ohne dass irgendwas vom Himmel fallen muss, sondern die bisher entwickelte Theorie hilft uns hier tatsächlich, das komplett zu durchdringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und bis demnächst. Macht es gut.